Ah, guck mal, da kommen Gegner. Nee, das ist perfekt, das ist Erfahrungspunkte. Gehst du eigentlich? Ich wollte gerade sagen, das ist viel zu einfach. Außerdem sind alle Level 20er nach einem Meisterachs kommen. Okay, ja doch, die haben schon so ein bisschen mehr drauf, aber ich kämpfe mit meinen Pferdekämpfern auf die. Warte mal, ihr Elfenflut, Stahllanze. Ihr geht beide auf physischen Angriff. Ich nehme an. Na, ich kann aber nicht hier hingehen, weil dann treffen mich wieder hier die. Ich kann aber den hier machen, größer. Den hier. Magier, Lanzenkämpfer. Einzige, was ich hier machen kann, glaube ich. Ja, aber von den Kriegern, die jetzt da kommen, habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Meisterachse ist gefährlich, aber eine Meisterachse ist auch nur auf eine Reichweite. Das heißt, guck, wie viele Fährkämpfer ich habe, ne? Und Krieger sind normalerweise nicht so resistent gegenüber Magie. Das heißt, ich gehe da einfach rein mit meinen Magiern und Eti und hau die weg. Zur Not habe ich ja noch Linz Fähigkeit hier. Aber der hat sich jetzt genau da rein platziert, damit der weniger Schaden bekommt. Ein verkackten Nebel. Au. Au. Dash, dash. Okay. Okay, da ist ein bisschen nervig jetzt gerade, dass sich jetzt ja alle. Oh, oh. Okay, jetzt wird schon ein bisschen. Oh, und die haben alle Tomahawks, ist klar. So, aber eine Sekunde. 41. 44. Ich überlege gerade. Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was ich dagegen machen kann. So, mir gefällt diese Situation hier nicht. Ich muss ja alles erledigen jetzt. So. Ich kann nicht mit einem Schlag erledigen, ne? Nein. Wann abkriegt er hier? Wenn ich entschuldige, was? Ach, wegen dem blöden. Wie ist das Kapitel auf einmal so schwierig geworden? So von mir nichts, dir nichts. Ach, weil jetzt hier alle in diesen blöden Dingern sind, ne? Ich mache null Schaden gegen den. Ja, voll kacke. Aber dein Ding noch mal. 3 für 1, 3 die für. Wenn ich das mache, ne? Verschwindet dadurch der Nebel. Verschwindet dadurch der Nebel. Yo, the ocean square wave. Destined to seek life beyond the shore. Jetzt sogar. Okay, da dürfte es ein bisschen einfacher machen. Nee, sind nicht. Ist jetzt weg oder nicht? Doch. Ach, das Ausweichen dieses. Oh, cool. Okay. Ah. Okay, ich muss dich hier rein. Nee, kann ich nicht.
Nein, das erreicht er nicht. Ach, du hast Elfenflut. Komm her. Na, viel einfacher. Oh, ich komme jetzt ein Kritscher. Kannst mich ja gar nicht kontern mit dem. So, die Situation gefällt mir aber immer noch nicht. Ich kann immer noch voll viel schief gehen. Da sind alles Magier. Warte mal, wo ist hier? Ah, nein, sie hat aber nicht genug. Ah, ich glaube, das wird nichts hier. Ich habe ein Upsi gemacht. Elfenwind. 20, du hast aber genug Resistenz, ne? Ja, wenn ich da reingehe, dann nehme ich auch voll viel Schaden. Okay, Alter, was? Mal rein. Erst das Glück bittert hier, was? Diamant, ich habe ja auch noch. Wir noch dein Kill ab. Level ab. Ja, ich glaube nicht, dass er was wird. Wir haben jetzt hier nicht so genau aufgepasst. Wenn ich dich aus dem Weg räume. Guck mal einfach mal, ob der Zug was wird. Ich glaube nicht, aber gucken wir mal. Ich muss dich erledigen. Okay. Wir sind eine Menge Leute, die viel Schaden machen. Ich glaube, die gehen alle auf Dings los hier. Ich glaube nicht, dass wir überleben. Ah, gucken wir mal. Ja, der voraus. Ah. Oh, perfekt. Okay, vielleicht überleben wir doch. Weil sie war die einzige, die jetzt hier Gefahr war zu frecken. Ja. Und, aber wenn sie nicht gekrittet hätte, ne, dann wäre böse ausgegangen, ja. Okay, da kommt nicht noch mehr Gegner. Gut. So, du bist fertig mit Kämpfen. Geh mal runter. Okay, oh, das hätte übel ausgehen können, ja. Aber dank meinem überlegenen Intellekt haben wir es doch geschafft. So, gehen wir dir den Kill? Genau nicht. Na, trotzdem an. Reicht. Jetzt so eben den Kill hier. Ja. Zwei Schaden. Na, natürlich kümmere ich mich noch um die Krieger da. Sehr gutes Level up. Natürlich kümmere ich mich noch um die Krieger, hallo. Und keine Angst vor dem Meister-Äxten hier. Dann noch richtig anstellen, ja, dann klappt das schon. Vielleicht für Ivy tanzen sollen, jetzt sie zweimal heilen können.
Ich nehme mal sehr stark an, Heiler können natürlich dann auch nur, Tänzer können dann wahrscheinlich auch noch Level 30 erreichen, ne? Boah, ich erinnere mich noch wie ein Oldschool Fire Emblem, aber Figur. So, ihr beiden, weiter das schon mal hier drauf vor, die abzuknallen. Und du füllst das Ding mal auf. Ich vergesse es hier immer wieder, ne? Oh, Einzug, ne? Einzug warten wir noch. So, da müssen wir halt ja warten, ne? Bis die kommen. Ich kann auch, ich könnte sie hier in ausweichen 96 112. Das ist sehr gefährlich, aber das klingt nicht schlecht. Mir gefällt die Idee. Ja, und Oldschool Fire Emblem GBA, Game Boy Advance Fire Emblems konnten die Tänzer gar nicht angreifen. Da konntest du nur das hier machen mit denen. Fand ich ein bisschen unspektakulär. Ist schon gut, dass die geändert haben. Modernen Fire Emblems können normalerweise Tänzer immer irgendwie was noch machen, außer tanzen. Ja. Mach ganz bestimmt nicht die Tür da unten auf. So, und dann machen wir mal den, ja. Warte mal, ich will dann wahrscheinlich. Weil hat irgendwie keinen Einfluss auf meine, wie viele Klone ich habe oder so, ne? So. Wer gerade, ich mach Bärschein mit dem Bogen als mit den. Oh Gott. So, warte, ich will ja auf die Tomahawk-Typen losgehen. Ja, die können mich kontern. So, das sei ja nicht so gemacht, wie ich mir halt vorgestellt habe, aber wir machen, ne? So, meine Frage ist jetzt, nicht den hier machen, ne? Nicht für sie tanze, dann hat sie ja immer noch drei, ne? Ich verspringe mal. Ja, sie hat immer noch drei. Haha. Dann mache ich den ja. Tu mal eine Barriere hier aufstellen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die erledigen, bevor wir uns erreichen können, ne? Was schon machbar sein wird irgendwie. Ups, nein. Okay, das ist ein bisschen gruselig, aber ja, guck mal, wie viel Schaden wir hier machen. So, ich muss eigentlich nur darauf achten, aber die werden so oder so irgendjemanden kritten wahrscheinlich, ne? Ja, weißt du, war das doch schon ein bisschen gefährlich hier. Und immer noch, wenn man so viel haben will, ne? Ihn kann ich schon vielleicht erledigen, aber dann kommt er ja schon wieder und. Aber nicht. Lass mal kurz sehen. Okay. Machst du 6 Crit? Ist das nur, wenn du den Angriff einleitest? Oder eine kritische Ausweich von 34. Ach, wegen der Leichtlanze, ne? Oh.
Ist das machbar? Ich glaube nicht. So, aber ist ja mit Sicherheit so machbar. Aber dann wechselt sie ja zu ihrem Hammer, ne? Ah. Beinahe geklappt. Eins, zwei, drei, vier. Wenn sie jetzt so einen Hammer wechselt, dann nimmt sie aber voll viel Schaden, Mann. Also Mama. So, das kann sehr gruselig werden ja gleich. Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich für sie tanzen würde, mich dann wegbewegen will? Protection habe ich ja auch noch, Mann. So viele Optionen, ne? Na gut. Let's get this terrible party on the road. Wenn du ausgewichen hättest, dann wäre perfekt gewesen, ne? So, mal gucken, wie jetzt hier ausgeht. Oh, doppelt's mich sogar. Aua. Aua. Oh Gott, ich dachte, dieser Rückwärtsschritt bedeutete jetzt, der macht einen Crit. So, jetzt komm mal her, du. Great Ever. So, jetzt müssen wir nur noch alles hier erledigen. Kein Ding, ne? Nichts leichter als das, ne? Okay, entschuldige, was? Verteidigung hast du 23. Ich mach dagegen gar keinen Schaden. Aber ist okay. 44 ist nicht okay. Warte. Muss sehen, nee, bringt nichts. Ich weiß ja nicht, dass sie 0 HP Schaden macht. Entschuldige, was? Okay. Wie ist mit dir aus? Wie ist überhaupt eure Trefferchance? 57. Es ist, besteht eine Chance auszuweichen. Mein Gott. Okay, aber Tomahawk, ne? 18, 44. Ah, 44, das sind, wenn ich eigentlich nur zwei Charaktere empacke, die diese Angriffe überleben, ne? Wird ja eigentlich schon gut.
ich könnte sehr viel mehr Schaden mit ihren Dings machen, glaube ich. Mann, nein, boah. Ich stehe mir ja gerade voll im Weg rum, ey. Warte mal, wenn ich mit ihr zweimal angreife, ne? Oh Gott, wie viel Schaden macht sie? 3, 6 mal 2 ist 18, 22. Meine blöden Klone, ich könnte ja natürlich aus dem Weg räumen ja mit ihrem Effekt, aber dann komme ich mit ihr nicht dazu anzugreifen. Oh mein Gott, wie konnte ich mich hier so... Okay. Das kann ja nur sehr schrecklich ausgehen. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal treffen. So, ich habe 4 Schaden gemacht. Ah. Nein, das reicht immer noch nicht mal. Boah. Ich kann ja nirgendwo drankommen. Wir sind noch 4 Gegner, Mann. Ja, cool. Einer. Einer, da wird nicht gut ausgehen, Kollege. So, halt. Sie ist mit einem Schlag weg. Vielleicht bevorzugen die ja eher meine Klone anzugreifen, das wäre natürlich sehr gut, aber ich mache mir nicht sehr viel Hoffnung, dass hier überleben. Mein Gott. So, ja, wenn eine Menge Leute sterben. Oh, da geht's sowas von auf den, okay, Klon los. Du bist auch auf den Klon los, okay. Bin ich hier echt wegen dummer KI? Oh, au. Gott, daneben, sehr gut. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Dank der sehr dämlichen KI. Das müssen wir aber in dem Zug hier die wegpusten. Okay. Und ab folgendermaßen. Fangen wir mit dir an. Aua. So, wenn du deinen Tanzskelett, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Da ist die Idee. So. Wir bekommen ja durch jeden Kampf hier ein Ding, ne?
ein Balken. Haha, guck mal. Das heißt, wenn ich für sie jetzt tanze, ne? Dann kriege ich hier noch ein, zwei Dinger rein. Tomahawk, wenn ich kontern kann. Okay. So, da muss ich mal gucken. Okay, warte mal. Hey, einen Moment mal. Wenn ich für sie dann tanze und sie tanzt dann wieder für ihn. Kann ich dann noch mal tanzen? Ah, sehr cool. Hört dich an. Ja, sie kommt mit ihrem Donnerschwert hier überall ran. So. Auf ihn los, bitte. Ist so geil, sie erreicht jetzt hier gehen. So, dann setzen wir Bündnis ein. Tanz der Göttin. Tanzen wir für unseren Tänzer. Es kriegt ein Level Up, sehr cool. Nicht so ein gutes Level Up, aber okay, nehme ich. Jetzt hat sie das gelernt, cool. Jetzt gehen wir mal hier rein. Mhm. Okay. So, jetzt kann ich ihn erledigen. Aber ich kann doch den ja machen. Haha. Diese Strategien wie in den Legenden, sehr cool. Oh, Level 19 habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie sagt einer an? Und ich habe immer noch meinen Tänzer. Stimmt, oh, gebrochen. Mein Tänzer habe ich jetzt immer noch, ne? Wieder rein, Etty, einmal tanzen. Yes, jetzt kann ich noch mal einen killen. Ha, und sie kriegt den sogar. Sehr cool. Kein Problem. Oh, so muss man das machen, Kollegen. So nicht anders. Oh, ich muss da reingehen. Für. Oh, da unten ist auch noch einer. Oh, diese Tanzfähigkeit ist so gut. Die warten wahrscheinlich immer noch Gegner, ne? Mal ankratzen ein bisschen. Es gibt keine Situation, mit der man nicht zurechtkommt.
ja, und was anderes sagt, dann lügen die. Okay, oh, sie hat sogar ein bisschen Schaden. Aber ich hier reingehen, ne? Ich mach den ja. Die Supportpunkte nehme ich an, ne? Ich glaube, da gibt keine Supportpunkte. Doch, gibt Supportpunkte. Soll ich das vielleicht auch noch mal ausnutzen, ne? Ey, ey. Hol dir ein Ike. So, wo ist mein Tänzer da? Ich platziere ihn mal hier neben. Platziere sie mal neben ihn, damit sie sich hochheilt. Okay, 3 AP, das ist jetzt nicht so. Du machst mal den hier noch. Sammelst ein paar Supportpunkte hier. Ich soll vielleicht dieses Gift da schon mal entfernen, ne? Einfach nur, damit das hier leichter wird. Und der Sinn von diesen Kriegern war jetzt natürlich, hier Druck aufzubauen, ne? Ich glaube, mit das hier, unser Casual Player hier, ob das irgendwie gedacht ist, dass die gegen diese Typen ja ankämpfen können, ne? Aber wenn du so erfahren und so gut in den Spiel ist wie ich, ne, brauchst du sowas nicht, ne? Bekommst du solche Herausforderungen auf den Arm durch. So, einen Moment, bevor ich das jetzt hier mache, ne? Ich meine, diese blöden Dinger hier entfernen. Die Gegner bekommen dadurch nur Vorteile, das sehe ich ja mal gar nicht ein. Kann ich dich hier hin? Kann ich sogar. Ha! Boom. Hey! Und dann aufnehmen. Soll dann aufnehmen auch deine Tanzfähigkeit. Na, guck mal, was wir hier so haben, ne? Hallöchen, da ist noch eine Truhe. Ein paar unbedeutende Gegner. Standhaftigkeit. Oh, du bist ein Boss. Du hast einen Hammer. Ihr habt natürlich all diese blöden Fähigkeiten, ja. Okay. Ah, tut mir leid, aber ich gehört hier ganz chillig an. Ich mache erstmal das hier weg. Und damit habe ich, glaube ich, schon alles hier entschärft, ne? So, meine Mission wird jetzt sein, Etty ein Kill noch zu geben oder zwei, damit sie Level 20 erreicht. Aber zwei Charaktere, die ja die Klasse wechseln können. Also noch zwei zerstörbare Wände. Ich muss zurück. Die kaputt machen. So. Okay. Ich habe gerade gegen einen Tomahawk-Typen gekämpft. Ich glaube nicht, dass ich mit denen sehr viel Schwierigkeiten haben werde. Wir haben einen Stahlabtypen. Darum kümmert sich. Die ist natürlich nicht in der Nähe. Außer jetzt.
Oh, hey, guck mal hier. Tomahawk und ein Hammer. Hm. Ich wollte erst die da einplatzieren. Ich habe eine bessere Idee. Was geht's? Oh. Mein Hauptcharakter steht daneben. Da kümmert sich auch darum. So, los geht's. Ja. Nein. Ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. Au. Crit, danke. Boom. Weil es so schön war, noch einer. Oh, noch einer, den ich treffen kann. Great. Wenn es ja Radiant Dawn wäre, dann würde ich mich sogar noch heilen. Sie haben nur so viele Effekte ja auch ploppen. Ist okay. Ja, sie muss ich natürlich herausholen. So. So, ich muss mal kurz gucken. Der Hammer, ne? Dann macht er mir Schaden. Der macht 19 Schaden. Was zieht sich da zusammen? Der Hammer macht 28 Schaden. Ich bekomme 1 Schaden, wenn er nicht super effektiv wäre. Wie kommt man auf die 19? Verstehe ich nicht. So, solange ich eigentlich hier noch meine tanky Leute hier im packe, wird eigentlich machbar sein, ne? So, sie muss ich da wegbewegen, weil Schützen, wo ich ja schon so gerne ein paar Kills geben würde, ja? Aber ne, ne, muss ja raus, weil da du hast einen Stabung mit 16, 32. Sie wird nicht gedoppelt und so, ne? Zack. Ding, ding, ding. Ah, mehr Figur brauchst du, Mädchen. Das sind deine Figurarbeiten. Ich darf nicht vergessen, Lapis kann ja noch mal tanzen, ne? Also wenn ich sie bewege, ne? Halt. Okay, ich verspreche. Ich verfolge eine Strategie hiermit. Verteidigung plus 3, die wird sie brauchen. Ja, eigentlich nicht, aber so. Sie macht so wenig Schaden. Okay, ein Crit wäre nicht schlecht. Einer, sehr cool. So, dann hauen wir. Ich bin so blöd. Siehst du diejenige, die tanzen muss, Mann. Oh. Ja.
Nee, das wird nicht mehr funktionieren, leider. Außer wenn ich jetzt hier. Also war mein Plan war, ich platziere jetzt hier hin, ich könnte jetzt ihn hier noch mal platzieren, ne? Dann könnte ich auch noch mal tanzen, aber ein Moment, wir versuchen mal noch mal. Da funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Ja, ich gehe hier rein. Ich mache. Oh, oh, oh. Ja, ich könnte immer noch tanzen eigentlich, ne? Boah, du stehst genau. Okay, ja, natürlich reicht das nicht. Okay. So. Ich werde ja wieder einen kritischen Treffer machen, ne? Ja. Okay, versuchen wir noch mal. Hat eigentlich keinen Sinn jetzt hier. Da muss ich für sie tanzen, damit sie für andere tanzen können. Dann platziere ich sie am besten hier hin, damit sie für die Leute alle noch mal tanzen kann. Dann machen wir so. Ich mache jetzt hier einmal einen Purgativ, ne? Hoch zu ein. Dann gehe ich hier hin, mache Tanz der Göttin. Tanz noch mal für die Leute wieder. Sie kriegt dicke Erfahrungspunkte, sie ist Level 19. Ich werde so viele Leute heute entwickeln können. Dann, hey, einen Moment. Aber sie kann nur einmal tanzen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich dann schon wieder für sie tanzen? Ja, ein bisschen überpowered. So, und ich muss jetzt eigentlich mit ihnen hier reingehen, ne? Damit er ja nicht. Warum konnte er nicht? Was? Oh, er ist schon gebrochen, deswegen. Ja, ich werde aber trotzdem die Manga. So, wenn du ihn tötest, nicht schlimm, aber so ist nicht zu machen. Danke. Cool. Das Figur. So, wie viel Schaden wird ihr mir machen? Ich bin mit Ike verbunden. Oh, die würden mich sogar nicht erledigen. Die würden mich beide sogar nicht erledigen. Cool. Da kann ich ja sogar hier reingehen und die angreifen. Mal hier. Kein Ding. Läuft doch alles hier perfekt. So, am besten gehst jetzt du jetzt hier rein und du greifst dir diesen Kill, ja. Dann hast du Level 20 garantiert. Ne, immer noch nicht. Das gibt's einfach nicht. So. Warte. Wenn ich hier packe. Ha. Dann will ich mit einer P. Boah. So.
Na, nehme ich an, gehe ich mit Etty rein, ne? Die Level 20. Ah, ich kann es nicht. Wenn ich sie nicht extra hier in der Arena reinpacken muss. Boom. Oh. Okay. Zwei Chancen zum Treffen, kein Ding. Sehr cool. Oh, das heißt, wir können Etty und Diamant hier entwickeln. Sehr cool. Ah, ich bin zufrieden mit diesem Kapitel. Wir haben zwei Leute hier zu Level 20 hochgelevelt. So muss das. Unser Tänzer hat 40 HP. Ja, okay, ja, Corinne ja ausgesehen. Die gibt den irgendwie so einen Effekt, aber trotzdem. So. Mal dahin. Gut, tanz mal für ihn. Für sie. Und dann zack, boom. Ein Talisman. So, damit haben wir das Kapitel abgeschlossen. Ne? Perfekt. Ist hier noch irgendwie was, irgendwas Geheimes zum Spielen und Spaß und zum Naschen? Sieht nicht so aus, ne? Mit zwei Level 20er. Ist ein Lord, ist auch nicht schlecht, ne? Der Mann ist ja eigentlich schon viel zu stark, ne? Und jetzt mache ich ihn noch stärker. Ja, wir sammeln noch ein paar Supports. Und da ist die Bossmusik weg. Ja, ich muss sowieso ihn hier noch mal hinbewegen. So, hier fehlt gerade noch irgendjemand AP. Nö, okay. Und der Tänzer auch geil. Okay. Ich tue lieber so auswählen. So, du mach mal den hier noch. Um Support. Ja, mach den hier noch einmal. Der Augpunkt und so. Ne, nicht mehr. Na gut, alle Schatztruhen kaputt gemacht. Das sind die zwei Wände. Sie werden überleben. Sie werden den anderen erzählen, was hier passiert ist. Diese Krieger da alle weggepustet haben. Nur alle am Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Level 20. Lapis ist Level 19. Sie kriegen wir auch noch auf Level 20 in der Arena, hoffentlich. So, was passiert, wenn ich hier reingehe? Gar nichts, ne? Okay. Dann gehen wir mal weg. Fliehen. Du bleibst gefälligst hier. Ich trinke einen Schluck. Bleibst gefälligst hier, Mann. Etty, boom. Ah. Okay. Den obersten, ne? Oder ja. Okay, das war cool. Das war einfach. Bail. Ja, sag ich doch. Oh, aber jetzt sind wir alle misstrauisch gegenüber, ne? Weil sie böse ist, ne? Weil sie eine böse Seite hat.
ふざけないでください。 教会でのことは忘れたとは言わせません。ベイロス、私を騙していたんですね。騙した？どういうこと？ねえ、それ以上侵入様に近づくな。邪竜の娘。どうして私が邪竜の娘だった？お前を見ると。 Ah, komm schon. Die Augen. Sie sind nicht rot. Hat sie überhaupt jemanden getötet? Persönlich? なくても分かりますよね。母さん、指輪、みんなの大切な人を奪って、それで今度は何をしに来たんですか。私は何も、お願い、信じて。信じられません。二度と近寄らないでください。あなたなんてもう友達ではありません。 Mein Gott, wie blöd sind wir eigentlich? Dann werde ich sie wieder laufen lassen, so wie jetzt. Sie war ganz allein. Alle waren wütend auf sie. Keiner kam auf die Idee, sie irgendwie zu erledigen. Sie hat sich nicht mal wegteleportiert oder so, sie ist einfach nur normal gegangen. Ah, habe ich ja gar nicht darüber nachgedacht, ey. Wenn wir sie halt nächstes Mal treffen, dann alle denken, sie ist böse, ne? Hm. Ja, ich habe dich nicht benutzt in diesem Kapitel. Ah, jetzt hassen sie alle. Okay. Naja, du bist gleich eine entwickelte Einheit. Es ist immer so schön, wenn man Einheiten entwickeln kann, endlich. Dann weiß man nicht. Dann sieht man irgendwie, wie die anders aussehen mit ihren Klassen und so. Sieht man, wie die Charaktere entwickelt aussehen und so. Das ist immer geiler und Fire Emblem. Blöd ist, die weiterentwickelten Einheiten, die bekommen gar keinen Makeover dann. Also sie ist ja schon eine weiterentwickelte Einheit. Er ist schon eine weiterentwickelte Einheit. Wir werden da nie irgendwie eine Veränderung bei denen sehen. Die werden immer mit den Klamotten rumlaufen. Außer ich mache irgendwie ein Zweitsiegel und mache die zu einer komplett anderen Klasse. Also, wieso soll ich das machen? Ich finde immer, man sollte mit Charakteren in den Kennkassen rumlaufen. Weil nicht. Ich mag das nicht, wenn man die Klassen ändern kann. Fire Emblem nimmt irgendwie so weiß nicht. Nimmt einen irgendwie so ein bisschen Limitierung. So ein bisschen Limitierung muss schon sein, finde ich. Wenn man irgendwie. Wenn man jeden Charakter zu jeder Klasse machen kann, dann ist das ein bisschen langweilig, ne? Ich meine, ganz offensichtlich kann man das natürlich nicht machen. Man muss irgendwie noch so Fähigkeiten und so was haben, ne? So Waffenfähigkeiten, wie auch immer das funktioniert, ne? Aber an sich kannst ja jeden in jeden machen, ne? In jede Klasse wechseln lassen. Finde ich ein bisschen doof.
Oh, arme Vale. Okay, ich habe erst Gemüseverfassung gelesen. Ah, jetzt ist sie wahrscheinlich voll traurig, ne? Weil sie sich so gefreut hat, dass jemand sie mal irgendwie als Freund betrachtet hat, und dann kommt, treffen wir sie wieder. Und wir haben mehr oder weniger gesagt, nee, wir sind keine Freunde mehr, und ja. Dreck. So, irgendjemand läuft hier durch die Gegend. Oh mein Gott. Charaktere können durch die Gegend laufen. Das ist mir letztens aufgefallen, ne? Wie gut wäre das Spiel noch, wenn im Somniel die Charaktere hier durch die Gegend laufen würden, so sehr Runden drehen würden irgendwie. Das irgendwie, da wird den ganzen Ort ein bisschen lebhafter machen. Aber alle sind immer so statisch an einem Ort. Ich bin immer noch hier. Ich wurde immer noch nicht benutzt. Mit dir schon geredet? Ja. Na gut. Diesmal konnten wir ein paar Tiere mitnehmen. So, dann gehen wir erstmal zur Weltkarte wegen Cutscenes und so, ne? So, ich fange an zu glauben, die Fragmente, die ich manchmal am Ende bekomme, sind alles Sachen, die ich verpasst habe, ne? Alter, hier sind ihre Haare massiv, ey. あ、陰剣性。どうしてここに私を連れ戻しに来たの。連れ戻す。それはどういう。ああ、そういうこと。あちらのベイル様は眠りに疲れたんです。私は絶対に帰らないわ。帰ったってパパは私に嫌なことをさせるもの。 Das und das Schloss angreifen. が侵入とあったのかよ。そうよ。あっちゃ、ややこしいことに。まあいい。何を言われたか知らんが、無視だ無視。それ向こうの気のせいだ。私じゃないって信じてくれるの？記憶にないんならベイル様は何も悪いことをやってない。そうだろう。うん。うん。絶対にやってないわ。 よかった。みんなの誤解を解かなきゃ。きちんと話しに行くか、神竜と。クリは私を連れ戻しに来たんじゃ。俺の忠誠はベイル様にある。やりたいことがあるなら力になるさ。ありがとう。私、あなたのこと誤解してた。そんじゃフィレネ王国に向かうぞ。 フィレネ王国？侵入の次の目的地はフィレネ王国になるからだよ。どうもだ。さあさあ、時間がねえぞ。すぐに出発だ。ソロムの港から船で向かえば今からでも間に合う。分かったらさっさと準備してくるんだ。Hast du irgendwie einen Verräter bei uns eingepflanzt? Sei nach unser Charakter ein Verräter? Weißt du was deswegen? Aber nee, sonst hätte er ja gewusst irgendwie, dass die sich mit uns getroffen hat, ne? So, ich nehme an, ich habe auch eine Nebenquest für... Ja, da ist sie wahrscheinlich, ne? Eine Nebenquest für Corin freigeschaltet. Und da ist noch eine Nebenquest. Oder war die Storyquest? Das ist die Storyquest hier, ne? Azurküste. Klassen erfahren Level 1. Hm. Ich werde ganz bestimmt nicht die nächste Dings machen, ja.
Hat von Level. Nein. Definitiv nicht. Kreuzweg des Schicksals. Ah, das ist vom sechsten Kapitel, ja. Wo man, nehme ich an, das ist wahrscheinlich das sechste Kapitel ja von Fire Emblem Fates, wo man den Pfad wählen musste, ne? So, wir gehen natürlich erstmal zum Somniel. Das reimt sich mit Daniel und so heiß ich. Boah. Überraschung. Ich glaube, jeder, der irgendwie einen Part mit mir und dem Vegas gesehen hat, weiß das sowieso schon. Daniro, wie heißt der wohl mit nicht? Das wechselt Daniro zur Klasse Wyrmgold. Kannst du auf den Trainingsplatz das Wyvern reiten auswählen. Ah. So war das also. Wahrsager. Ach ja, er ist ja ein Wahrsager, genau. Zeig. Da. Wir haben bestimmt eine Menge Gespräche freigeschaltet, ne? Boah. Eine Menge LED-Lampen da an. Oh, schicke Clothes, Mann. Der Wahrsager hat jetzt geöffnet. Der Wahrsager Sida betreibt sein Gewerbe mit Hilfe von Karten. Er stellt seine Dienste nur abends zur Verfügung. Versuche ihn nach Sonnenuntergang. Okay, was für ein Zufall. Es ist gerade abends. Also muss ich jedes Mal jetzt vor dem Kapitel bis nachts irgendwie was machen. Ja, La Gloria wird mit den Komplimenten überschüttet. Jemand, an den ihr häufig denkt, wird kommen und euer Haar zerzausen. Denkt an Ivy. Wen denkt Ivy? Okay, das live. Ich möchte bei jedem Ruf das Emblembündnis sich zu versprechen. War das für einen Sinn? Sich gern gewöhnt, nachts zu naschen. Cool. So, dann schauen wir uns mal an, was wir hier falsch haben. Wir haben gar nicht so viele Unterstützungsgespräche. Okay, ist die da. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Million von denen. Weil ich so oft getanzt habe und hier Unterricht eingesetzt habe mit Lapis. Ups. Ja, wir haben immer noch C-Rang mit ihm hier. Aber wir haben schon Abend. Tsuki? Ist das echt der Himmel? Ja, das ist zu nah, ne? Also nicht. Mach es wie ein Mann und werde zu einem Stern. Nein, hast du mir nicht zugehört? Er ist zum Stern geworden. ほかのすべてを犠牲にしているのですから踊りの練習に精神の統一徹底した体系管理も必要です。これでも俺はソルムでは少し名の知れた踊り手恥ずかしい真似はできません。セアダスは自分に厳しいのですね。素晴らしいと思います。ブラック、ブラ。なんだか神秘的な雰囲気。少し近づきがたく感じるほどです。 Wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann tanze ich auf dein Genick. So, Lapis und Etty hatten wir noch nicht. Lass sehen. Wieso mag ich dieses Pairing aus irgendeinem Grund? その噂は本当ですの？よく知ってるわね。材料さえあれば家具でもおもちゃでも大抵のものなら作れるわよ。ブロディアにいた頃は楽器を作って演奏会をしたこともあるわ。
Wenn sie so am Trainieren ist, warum ist sie ja nicht super buff? Ich weiß, ihre Bauchmuskeln sind definiert, aber sie müsste eine wandelnde Wand sein. Ein Schrank müsste sie eigentlich sein, wenn sie die ganze Zeit am Trainieren ist. Keine Beine. So, das ging relativ schnell, als ich gedacht hätte. So, und auch nur ein Bandgespräch, ne, zwei Bandgespräche. Ah, dann mache ich ja gar nicht mit, ne, mache ich ja gar nicht mehr mit ihr irgendwie trainieren, ja? Also mit Balef. Das ist noch nicht schlecht. Können sie auch schon Lehrkraft lernen. So, dann haben wir Corrin. Ja, neuen Ring. Kamui. Das ist der einzige Charakter, den wir noch nicht gesehen haben. Erika. Oder Ephraim. Ich habe erst gedacht, um diesen Ring handelt es sich um Erika. Wegen Weltverbesserer, ne? Also Verbesserin. Weiblich. Habe ich direkt gedacht, Erika. Bei Ephraim könnte ja auch noch vorkommen. Also Erika oder Ephraim. Weil Ephraim ist ein Lanzenkämpfer. Davon haben wir noch nicht so viele. Erika ist eine Schwertkämpferin. So, oh Gott, was mache ich hier nochmal? So, wir gehen in die Arena. Arena. Und hauen noch hier ein paar Leute kaputt. Nur wen, ne? Sind eigentlich alle ja relativ hoch gelevelt. Sie? Ne, irgendjemand war Level 19. Lapis. Oh, da müsste sie aber vielleicht dreimal gewinnen, ne? Ich glaube nicht, dass das... Sie ist jetzt nicht so jemand, der die ganze Zeit am Gewinnen ist, die ganze Zeit. Außer hat sie nicht Dings, ja, respektable Lehrkraft. Also sie kriegt sowieso. Lass mich da mal ganz kurz ändern. Ich hoffe, das lohnt sich dann auch. Da kann man mal sehen. Die kann man ein bisschen. Da kann man uns direkt ein paar Ringe holen, ne? Ein paar Fire Emblem Fates Ringe, also Fire Emblem 14. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Boom. So, da sind wahrscheinlich die ganzen Hauptcharaktere, die ganzen Adelskinder. Xander, Ryoma, Elise, Sakura, Leo. Okay. So, da haben wir Azura S-Rang, jawohl. Azura wäre auch in Frage gekommen für einen Ring. Corrin ist mehr der Hauptcharakter, ne? So, nochmal Leo, der große Bruder, Ryoma, große Bruder aus Bushido. Ich mag eigentlich das Konzept vom Fire Emblem Fates, ne? Du hast zwei Königreiche, in eins wurdest du hineingeboren, in eins wurdest du aufgezogen, weil die dich entführt haben. Also die Leute in der schwarzen Rüstung gehören meistens noch den Leuten von Nor. So, Elise, die kleine Schwester aus Nor. Und die Familie hat einen entführt von dem anderen Königreich. Takumi, kleiner Bruder aus Bushido. Also man hat eine Familie, in der man hineingeboren ist. Jacob, das ist unser Butler. Also man hat zwei Familien, ne? Eine Familie ist die, in die man hineingeboren ist, die Bushido-Familie. Und eine ist... dann haben aber die Leute von Nor, von dem Königreich von Nor, dich als Kind
entführt, aber dich trotzdem als Familie aufgezogen. Und dann ab Kapitel 6 musst du dich entscheiden, welche Familie du dich anschließt. Deine Blutsverwandtenfamilie oder die, in der du aufgewachsen bist. Und ja, das sind die ganzen Hauptcharaktere. Und in jeder, je nachdem, welche Route spielst, hast du jeweils immer zwei große Geschwister und zwei kleine Geschwister. Ein großer Bruder, eine Großschwester, ein kleiner Bruder und eine kleine Schwester. Ja, da ist die große Schwester von Noah. Wir haben ja nur die Adelskinder. Camilla. So, Hinoka und Sakura fehlen noch. So, Azura schon wieder. Jacob. So, da ist Sakura. Dann fehlt, glaube ich, nur noch. Ne, die haben wir auch schon. Hinoka fehlt noch. Große Schwester aus Bushido. Das Konzept vom Fire Emblem Fates war eigentlich nicht schlecht, ne? Nur die Story war, oh Gott, die Story war nicht gut. Absoluter Mist. Ja, gib mir Hinoka. Nur ein Charakter, willst du mich auf den Arm nehmen? Das Konzept war eigentlich nicht schlecht. Die zwei Königreiche, die waren so unterschiedlich. Noah war mehr so westliches, mittelalterlich ausgelegt. Er hatte Ritter, Kavaliere, Butler, da ist in Uka. Als Schützen, Liebe. Und Ishido war dieses mehr asiatisch ausgelegte Königreich. Und Fire Emblem ist normalerweise so. So, sag mir jetzt, wer auch immer hier noch fehlt. Bei Fire Emblem, so als Setting, ist normalerweise mehr so. Florina habe ich schon auf S. Na, Rebecca, hey, die haben wir noch nicht. Wieder mal alle hier. Ja, das Setting vom Fire Emblem ist eigentlich, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ist definitiv westliches Mittelalter. Irgendwie so im westlichen Art. Soweit nicht so griechische. Ich habe zum Beispiel noch nie von Myrmidonen oder so gehört. Myrmidonen, das sind ja in der Regel hier die Schwertkämpfer in Fire Emblem. Und Myrmidonen, Fähigkeiten, ja. Myrmidonen sind, so wie ich das mal gelesen habe, irgendwie so eine spezielle Gruppe gewesen. So eine spezielle griechische Kampftruppe oder so. Oder Armee, die mal existiert hat. Und da kommt irgendwie der Begriff, so wie ich das verstanden habe. Okay. Ja, weil ich das jetzt, weil ich Beilef ausgerüstet habe, deswegen ist halt ausgegraut, ne? Aber und offensichtlich, ja, es gibt ja so Pegasus-Ritter. Pegasus sind natürlich auch griechische Mythologie, ne? Also Fire Emblem ist mehr so, so griechisch, so westliches, mittelalterlich ausgelegt, Kavaliere, Ritter und so, das ist ja mehr so Mittelalter, ne? Deswegen war es irgendwie mal interessant, hier so ein Spiel zu haben, wo du all diese normal griechischen Einheiten und so was alles hattest. Und dann hattest du ein Königreich, wo du japanische Einheiten hattest. Und die haben dann dementsprechend auch andere Klassen gehabt und so, ne? Die haben zum Beispiel anstatt Bögen haben die Yumis gehabt, hießen die, glaube ich. Ne, das sind diese dünnen Schützenbogen, die man in Animes auch immer sieht. Hier, wenn Leute irgendwie in so einem Schützenclub so sind, die haben irgendwie so Yumi-Bögen oder Naginatas anstatt Lanzen. Das war interessant. Die komplett andere Waffenarten. In Schriftrollen anstatt Bücher. Das Setting war awesome. Alles andere leider war nicht so gut. So, es wäre jetzt super toll, wenn du noch Level 20 erreichen willst. Oh mein Gott. Entschuldige, was?
Ja, wird leider nicht mehr. Alter, ist das echt so schlimm mit dem Schaden? Oh, sie wird nie im Leben Level 20 reichen. Nee, jetzt sowieso nicht mehr. Aber das heißt, nee, dann level ich sie jetzt nicht mehr auf. Weil nehmen wir jetzt mal an, ich würde sie jetzt noch so bis kurz vor Level 20 leveln, ne? Dann heißt das, ich muss sie in ein Kapitel einmal kurz reinpacken, damit sie vielleicht einen Kill kriegt und dann auf Level 20 kommt. Und das ist ein bisschen verschwenderisch, ne? Deswegen lassen wir mal, ne? Also das bringt es dann nicht mehr. Also bringen wir jemand anderen hier. Nur wen, ne? Ich meine, Jade können wir auf Level 19 bringen. Müsste sie auch nur noch ein Level holen, ne? Ja, so weit darf ich die dann gar nicht hoch, wenn ich merke, da jeder ist hier Level 18 jetzt. Sehr cool. So, eigentlich. Butcher und geh rein. Also nehmen wir jetzt mal an, ich würde jetzt hier. Also du bist was von tot. Also putsch schon. Obwohl. Wow. Was? Ich hätte doch mehr Erfahrungspunkte, weil sie eine entwickelte Einheit ist. Weiß nicht. Mal nehmen wir an, ich würde jetzt irgendwie so, weiß nicht, 5 Erfahrungspunkte entfernt von Level 20 sein oder so 10 oder 20, ne? Dann heißt das, und ich kann ja nicht in den Leveln hier meine Charaktere entwickeln lassen, ne? Das würde bedeuten, was war Anna? Kriegst du FP auf diese Weise? Ich glaube nicht, ne? Ja, machen wir mal. Ist jetzt eigentlich egal. Oh Gott. Ja. Alter. Mach mal halblang. So, keine Supports freigeschaltet auf die Weise. Okay, cool. So, bestellen, Ticken, Schwimmbad, Obstgarten, Angeln, Stall. Brauche ich alles nicht. Echt schon alles erledigt? Komm mir so kurz vor. So, dann speichern wir jetzt mal. Und dann, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben jetzt hier Einheiten, die wir entwickeln können. Ich würde sagen, wir fangen mit Diamant an. Ich habe ja genug Dinger, ne? So, du kannst zum Thronerbe werden. Boah, S-Rang Schwerter, A-Rang Äxte. Er bekommt ein mehr Figur. Er bekommt 8 mehr Werte, sehe ich gerade. Nicht so viel, aber er ist halt schon unglaublich stark. Und er bekommt Sonne, nicht schlecht. Das heilt einen, ne? Die Einheit kann KP gleich 50% des zugefügten Schadens halten. Chance in Prozent gleich Fähigkeit. Also 18%. Also Behändigkeit. Mit dem Willen und die Stärke eine Nation zu führen, talentiert im Umgang mit Wörtern und Äxten. Das ist aber das Einzige, was er machen kann, ne? Kann er nicht eigentlich auch hier Schwertkämpfer? Ah, er muss erst Schwertkämpfer Level 10 werden, damit er das. So. Na, zwei Ziegel, da kann ich wieder. Warte mal, kann ich dann wieder zurück zu Lord Level 1 werden oder was? Oh ja. Sieht man danach rechts. Kann ich eigentlich nochmal hier die Werte sammeln, ne? Ne, ne, ne. Okay, cool. Und ein mehr Bewegung, auch nicht schlecht. Okay. Dun, 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 dun. Machen wir Diamanten noch mächtiger. Oh, schön. Alles bis auf Resistenz. Ich fühle mich mächtig und es ist ein gutes Gefühl. Es ist Zeit, mein Königreich Ehre zu erweisen. Für Bodia! Sehr cool. So, wer war noch? Etty, ne? Oh, Etty. Los geht's. So, Level 20. So, sie kann. Oh, guck mal, wir haben jetzt eine Auswahl: Scharfschütze oder Bogenritter. Ah, da macht es natürlich schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Konzentration, vielleicht der Einheit im Kampf gegen einen Gegner, der nicht kontern kann, Crit plus 10. Ist halt immer aktiv, ja, ne? Und Zielsicherheit. Initiiert die Einheit den Kampf, ohne sich vorher bewegt zu haben, erhält sie im Kampf Treffer plus 40. Das ist irgendwie voll dämlich für Bogenritter.
Ja, in der Regel sind natürlich immer besser berittene Einheiten zu haben, ne? Im Vergleich zu unberittene. Ich guck mal jetzt bei ihr nach, bei den anderen Schützen, ne? Ich muss mal gucken, wer kann sich hier noch. Fogado. Jetzt wahrscheinlich wieder eine eigene weg. Armor, okay. Okay, du wirst definitiv zum Briten in Einheit. Ich spoil mich immer so ein bisschen, ne? So, Alchris, du bist ein Lord. Stimmt, bist auch ein Lord. Ja, eine Etty ist die einzige normale Schützin. So, du bist so einen Schützen, einen normalen Schützen, ja. Und okay. Also wir haben zwei Hauptcharakterschützen und eine normale Schützin. Ich würde schon fast sagen, wir machen sie nur zu normalen Schützin, ne? Zielsicherheit. Zielsicherheit finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt hat die Einheit den Kampf, ohne sich vorher bewegt zu haben, erhält sie im Kampf Treffer plus 40. So, mir fällt auch gerade auf, sie bekommt S-Rang in Bögen, ne? Was bekommt Alchris? Ich nehme an, er bekommt auch S-Rang in Bögen, ne? Ja. So, er bekommt Mond. So. Okay, du bekommst nicht S-Rang in Schwerter, Äxte, du bekommst aber Schwerter. Okay, cool. Ich würde schon sagen, Etty wird so eine Scharfschütze, ne? Ne? Das sieht irgendwie, da wäre irgendwie für mich mehr in Charakter, ne? Anstatt auf dem Pferd irgendwie zocken, ist sie irgendwie mehr zu Fuß unterwegs, ne? Wegen Krafttraining und so. Deswegen machen wir Scharfschützen. Ich habe wahrscheinlich das Spiel noch mal laden und mir angucken, wie ein Bogenritter aussieht, aber das erste, guck mal. Ah, guck mal. Orange. Das hat eine gute Passform. Dürfte ich eine Runde laufen, um die Kleidung zu testen? Jetzt sehe ich ihren Bizeps nicht mehr. Ihren Trizeps. Sieht aus, als wäre jetzt irgendwie Mitglied der Armee oder so. So, jetzt möchte ich mit ihr Level 5 erreichen, dann bekommt sie mit jedem Schuss plus 5 kritische Treffer. Und ich merke gerade, sie hat eine Menge Fähigkeiten. Sie hat 24. Er hat 22. Ja, okay, sie ist jetzt auch natürlich jetzt. Das heißt, sie bekommt nur noch mehr. Okay, cool. Ich werde mir wahrscheinlich auch mal offscreen anschauen, wie die Bogenritterklasse aussieht. Aber gut. Wir sind jetzt ja fertig. Wir haben wieder zwei Leute entwickelt. Finde ich nicht schlecht. Naja, das wird in den nächsten Part jetzt öfter passieren, habe ich so ein Gefühl. Nächstes wäre Lapis dran. Und ja, dann werden unsere Charaktere immer mächtiger. So, wir machen in der nächsten Folge die nächste Story-Mission, weil ich echt keinen Bock habe auf Ikes Nebenquest. Ich habe meine Lektion gelernt. Wir sammeln erstmal ein paar Ringe und dann versuchen wir uns nochmal an den. Mein Gott, die haben es in sich. So, für mich war es das heute, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssi, Kowski.